Spike, was ist los? Schlechte Neuigkeiten. Wir müssen reden. Okay, eine Sekunde. Sprechen Sie mit Spike. Koop-Modus gibt's auch. Das ist ja geil. Ja, cool. Ich glaube, Mats hat das Spiel auch. Das heißt, mit ihm werden wir da mal kurz spielen. Also nicht heute, aber irgendwann mal. Timmy ist kurz frühstücken und mein Stream hängt. Super. Das sind doch tolle Voraussetzungen, um eine tolle Folge auf YouTube zu starten. Okay, R1 war das mit dem Kletter... Alter Falter, der ist aber sehr beweglich, dafür, dass er gerade irgendwie in der Luft schwebt. Hui, hui. So, geht gleich los. Ich habe keine Ahnung mehr, wie die Steuerung ist. Das Spiel macht aber doch extrem Spaß. Haben einmal den Stream refreshen, dann sollte es eigentlich gehen. So, wahrscheinlich springen wir jetzt genau in die Zombie-Menge rein. Ich hab's ja gesagt. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Na gut, dann werden wir mal schauen, dass wir ganz schnell auf das Haus da gegenüber kommen. Komm, 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 komm. Ah! Wo, wie kommt man denn hauen? R2, alles klar, kenn ich aus. Hui. Passt. Super. Und ich schätze mal, wir müssen jetzt zur Zuflucht. Komm. Jawohl. Das erledigen wir natürlich wieder über die Dächer. Alles andere wäre Selbstmord. Und da stehen nicht so drauf. Obwohl wir schon gebissen worden sind, sind wir immer noch nicht suizidgefährdet. Juhu. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm, komm, komm. Nee. Nee, runter. Nein, nicht so weit runter. Jawohl. Hat das überhaupt was gebracht? Weil hier Treppenstufen sind? Anscheinend nicht. Scheiße. So, dann klettern wir mal darüber. Ah. Ah. Geil. Weg mit euch, ihr Zombies! Sprechen Sie mit Spike. Wo ist Spike? Oh oh. Wieso wird denn der Bildschirm so schwarz am Rand? Achso, weil die Ausdauer down ist wahrscheinlich. Okay, krass. Ich dachte, man hat unendlich beim Laufen, aber anscheinend nicht. Hiya! Yippie! Hatten wir hier irgendwo eine Karte? Ich weiß es gar nicht. Ja, da oben. Alles klar. Okay, Spike ist hinten beim Dock. Also da drüben. Oh. Lootkiste. Zeig mal, was du von uns hast. Ein Handy. Ja. Dankeschön. Und Kaffee mal wieder. Nimmst du das jetzt auf, bitte? Dankeschön. Mann, 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 Mann. Nicht sterben. Au! Und ich sag's noch. Komm. Jawohl. Läuft. So, schauen wir mal, was Spike zu sagen hat. Spike, was gibt's? Crane, eins vorweg, du warst klasse. Wenn du von jetzt an was brauchst, kommst du zu mir. Hier schon mal eine UV-Taschenlampe und eine Fernbedienung. Lauf zu einem Schattenjäger hin, verpass ihm eine UV-Ladung oder lock ihn in eine Falle und löse aus der Ferne aus. Kapier? Kapiert. Perfekt. Und jetzt zum Problem. Bracken ist gescheitert. Trotz deines Einsatzes. Ist das er okay? Er lebt. Aber du musst sofort zurück zum Turm. Jade hat alle Speer zurückbeordert. Also auch dich. Okay. Ob ich diesen Bracken endlich persönlich treffen werde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was ist das hier? Eine Werkbank? Okay. Neuer Überlebensrang. Sehr schön. Fertigkeiten, genau. Überlebensrang 2 haben wir. Was können wir da machen? Erfahrener Rucksacktourist. Lernen Sie, den Ihren Rucksack vorhandenen Raum effizient zu nutzen. Erlangen Sie 4 zusätzliche Waffenslots.
Ganz geil eigentlich. Oder Aufputschmittel. Lernen Sie aus Pflanzen Aufputschmittel herzustellen, die Sie zum Beispiel mehr Schaden verursachen, länger durchhalten, nachts besser sehen lassen oder Sie Angriffen gegenüber widerstandsfähiger machen. Das ist jetzt die Frage, was wir nehmen. Na, ich würde mal sagen, Waffenslot haben wir wahrscheinlich mehr von. Ah, da war noch was frei. Genau, die Kraftstufe. Okay. Ausnocken. Lernen Sie mit größerer Präzision anzugreifen. Jedes Mal, wenn Sie einen Gegner mit einer stumpfen Waffe an der Brust oder am Kopf treffen, besteht die Möglichkeit, ihn zu betäuben. Alles klar. Na, ist ja geil. Hui. Neues Outfit. Mann, das läuft ja ganz gut in der Folge. So, dann rennen wir mal schnell zum Turm in der Hoffnung, dass uns jetzt die Zombies hier nicht alle machen. Hallo, Digga. Hallo. Ah, hallo, hallo, hallo. Ah, hallo. Schnell rauf da. Komm, 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 komm. Ui. Das war jetzt aber mutig. Passt. Dann haben wir hier auf dem Turm. Nein! Ah! Ah, mein Bein! Super! Berichten Sie Gray vom Treffen. Halt! Achso, weiter oben. Alles klar. Schauen wir mal, was der Quartiermeister für uns hat, ob der irgendwelches neues Zeug hat. Rohrgabelschlüssel, okay. Danke dir. Drei Monate. Ah, können wir den Fahrstuhl nehmen? Jawohl. Ich habe den Job für Spike erledigt. Hoffentlich reicht's. Wenn wir nicht mehr Antizin bekommen, ist der Turm am Ende. Ich musste die Nacht im Unterschlupf verbringen. Die Sonne ging schon unter und ich hätte es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Okay, fortfahren. Weiter geht's. Sind wir jetzt richtig? Wir werden mal hinten zu den Headquarters, also zum Hauptquartier. Hier, genau. Ich glaube, wir sind hier gerade komplett falsch. Ja. Fahr! Da hätten wir aber schon hingemusst, oder? Weiter runter, okay. Nee, wir waren schon ganz richtig eigentlich. Hä? Ach, dann war das wahrscheinlich der da vorne, oder? Nee. Fahrstuhl? Ich check's nicht. Wo müssen wir hin? Ich hab den Job für Spike erledigt. Hoffentlich reicht's. Wenn wir nicht mehr Antizin bekommen, ist der Turm am Ende. Ich musste die Nacht im Unterschlupf verbringen. Die Sonne ging schon unter und ich hätte es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Komm, 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 komm. Das kennen wir doch. Geiles Spiel bis jetzt, muss ich aber sagen. So eine Mischung aus Assassin's Creed und Zombie-Meuchel-Mörder-Spiel. Ist ja von Machern. Das fand ich nicht so knülle, aber das ist eigentlich ganz geil geworden hier. So, wir waren falsch, alles klar. Wo müssen wir jetzt hin genau? Gucken wir mal. Ah! Okay. Hi, yep. So, hier sind wir richtig. Crane hier. Bericht. Könnte sein, dass ich gleich den Anführer des Turms treffe. Verstanden. Identifizieren und uns umgehend kontaktieren. Alles klar, jetzt müssen wir es in den Turm. Au! So,
Supi. So, jetzt haben wir nochmal diesen Ladebildschirm. Da wird er wahrscheinlich nochmal den gleichen Scheiß erzählen. Brackens Mission ist anscheinend gescheitert. Jade hat eine Versammlung im Turm einberufen. Eine gute Gelegenheit für mich, Bracken endlich kennenzulernen und seine Identität zu bestätigen. Ja. Fortfahren. So, jetzt müssen wir dann wohl zu den Headquarters, genau. Also waren wir eigentlich ursprünglich eh schon richtig, haben nur einen Schritt übersprungen. Und dann gucken wir mal, was sie jetzt zu erzählen haben. Hör zu, Brecken und sein Kurierteam wollten gestern Nacht Pakete bergen. Beißer haben das Team dezimiert. Dann sind Rais Leute aufgetaucht, haben ihn verprügelt und das Zeug geklaut. Jetzt will Brecken die nächste Lieferung selbst holen. Das ist etwas, was wir verhindern müssen. Unterstütze mich, okay? Zum Teufel nochmal. Du kannst ja kaum geradeaus laufen. Wir brauchen dich lebend, du Idiot. Okay, wir gehen rein. Gib dich zuversichtlich. Brecken, Lena. Vielleicht kannst du es ihm ausreden. Jade, wen hast du dabei? Kyle Crane. Hör mal, Brecken, du solltest da wirklich nicht wieder rausgehen. Wir finden einen anderen Weg, ohne dein Leben zu riskieren. Stimmt's, Crane? Ich gehe. Ich mach's. Genau, ja. Crane kann gehen. Er macht das gerne. Himmel. Nichts für ungut. Aber du bist ein Grünschnabel. Du kannst nicht... Crane schafft das. Er weiß, wo er hin muss. Lena hat recht. Du solltest hierbleiben und dich um den Turm kümmern. Ihnen klar machen, dass die Welt nicht am Ende ist. Vielleicht sollten wir es nochmal versuchen, ehe wir zu Rice gehen. Ja, in Ordnung. Gut. Viel Glück, Crane. Danke. Jade, auf ein Wort? Klar. Bricht zum Kessel auf. Ich melde mich dann. Alles klar, haben wir unsere neue Mission. Passen Sie auf. Da wäre auch noch etwas anderes. Brackens Verletzung ist ziemlich ernst. Ernster, als er es die Leute wissen lassen will. Er ist am Kopf getroffen worden. Und seitdem hat er Krampfanfälle. Und ich habe keinen Loratrax. Das hat wohl niemand mehr. Als die Seuche ausbrach, wurden Krampflöser wie Bonbons verteilt. Es gibt schon seit Wochen keine mehr. Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Was soll ich machen, Lena? In der Stadt gibt es einen Mann namens Ghazi. Er hat sie allerdings nicht, alle beisammen. Seine Mutter hatte Epilepsie und er hat jeden Monat ihre Arznei abgeholt. Sie starb vor 2 Jahren. Aber Ghazi tauchte weiter in der Apotheke auf, um das Mittel abzuholen. Ghazi braucht seine Routine. Er kann da sehr beharrlich sein. Also hat er es bekommen. Du vermutest, er hat das Zeug gehortet? Falls nicht, weiß ich nicht, woher wir sonst welches bekommen sollen. Ghazi lebt in der Unterführung und erwähne den Tod seiner Mutter nicht. Er würde das nicht verstehen. Okidoki. Oh Mann. Passt, dann machen wir mal die Mission. Suchen Sie nach Ghazis Versteck. Alles klar. Ich schätze mal, die Ausrufezeichen werden dann eher auch Missionsziele sein. Hallo, wer bist du? Ach, mit dir kann man handeln. Alles klar. Dann können wir mal ein bisschen Zeug verkaufen, oder? 3 Mark Kaffee. Alle verkaufen. Zigaretten weg. Pfui. Diese Raucher, schrecklich, schrecklich. Sehr gut. Böller brauchen wir noch. Weiß nicht. Noch sind wir nicht so gut drin im Entwürfe. Okay, Teaser-Mod. Alles klar, alles klar. Das heißt, wir können schon ein paar Sachen herstellen, so wie es aussieht. Medikit werden wir uns mal basteln. Okay. Böller. Scheiße. Brauchen wir Küchenkram für? Na gut, werden wir schon wahrscheinlich irgendwo alles finden.
Ist immer ganz cool, um erstmal in solche Spiele reinzukommen, bis man das dann irgendwann alles verstanden hat. Bei Skyrim zum Beispiel hat das ewig gedauert bei mir. Ah, das habe ich glaube ich auch gefühlt 300 Stunden oder so gespielt. Habe ich auch schon überlegt, ob ich das mal Let's Play. Aber wir haben schon so viele Projekte gerade am Starten. Wenn ich mal wieder eins fertig habe, dann können wir mal gucken, was wir da angehen. So, Muttertag ist unsere aktuelle Mission. Genau, ist das auch die ausgewählte? Wo können wir das sehen? Ah, Quests, okay. Das wäre die Story und das ist eine Nebenquest. Wir machen mal die Nebenquest erstmal. Und gucken, wo wir da hin müssen. Alter, ach du Scheiße. Das ist ja mal relativ weit weg, ne? Was macht die Hauptquest? Wo müssen wir da hin? Gut, dann machen wir doch erstmal die Hauptquest. Die ist gleich vor der Haustür. Crane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier, nennt sich Raiz. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Alles klar. Suchen Sie nach der Abwurfstelle im Gebiet, also im Kesselgebiet. Wie kommt man nochmal runterklettern? Ich weiß das gar nicht. Okay, wahrscheinlich einfach nur elegant fallen lassen. Jawoll. Ah, der brennt. Warum brennt der? Warum brennt der? Wie kommen wir raus? Jawoll. Neue Wendigkeitsstufe, super. So, dann gucken wir mal, wo wir jetzt genau hin müssen für die Mission. Nach da, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir zuerst machen sollen. Ich glaube, wir werden mal dahin. Ja, machen wir erstmal die Nebenquest. Habe ich jetzt gerade mehr Bock drauf. Suchen wir mal die Mutter. Also, den Sohn. Muttertag hieß die Mission, deswegen bin ich auf Mutter gekommen. Ah, hier gibt es eine Lichtfalle, okay. Komm, kletter rauf. Jawohl. Sonderlich actionreich ist es noch nicht. Vielleicht schaffen wir das in der Folge noch. Würde mich freuen, sonst ist es ein bisschen langweilig für euch. Ah! So, das war unser Action-Moment gerade. Ah, man kann da unten reinspringen, ne? Aber was bringt uns das dann? Schon einiges. Super. Stand gerade was, versuchen sie die Sicherheitszone zu sichern. Oh fuck, da sind viele, da sind ganz viele. Oh, das klingt nach einem großen. Schaut, wie ich zu doof bin, da auf das Gebäude raufzuklettern. Ist da gerade irgendwo ein großer rausgekommen? Nee. Das sind normale, alles klar. Hallo, Kumpel. Dann machen wir dich mal kurz kaputt.
Das war's schon. Jetzt ist er kaputt. Ah, Schlösser knacken. Da habt ihr einen Profi gefunden. Fuck! Komm. Ah, so kurz davor. Jawohl. Schauen wir mal, wofür das gut war. Für Zigaretten. Super. Gut, Muttertag, wo haben wir dich? Boah, Alter, immer noch so weit hinten. Das heißt, gleich heißt es sprinten. Ja, ich muss Fertigkeitspunkte verteilen, ich weiß. Danke für die Erinnerung, liebes Spiel, aber wir müssen uns hier gerade irgendwie verdünnisieren. Oh, hier ist auch eine Sicherheitszone. Mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Hallo. Coole Sache. Liegt ja auch Loot für uns? Nee. Das wäre ja auch zu schön. Ah, dann können wir mal unseren Punkt verteilen. Und zwar da, bei der Wendigkeit. Was können wir da machen? Wurf. Nutzen Sie die Bewegung angreifender Feinde, um sie herumzuschleudern. Wenn Sie den Gegner anstellen, drücken Sie X und wählen Sie die Richtung. Oder rutschen. Okay, durch Löcher in den Wänden, bla bla bla. Dann machen wir doch Rutschen lieber, oder? Probieren wir nochmal aus. Ja, passiert genau nichts. Super. Und dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Richtung Muttertag. Wann ist der mal am 8. Mai oder sowas, ne? Ich bin urschlecht mit Daten. Alter, was geht denn hier ab? Guck dir das mal an. Voll krass. Gut, den Sprung werden wir, glaube ich, nicht überleben. Boah, das sieht schon verdammt geil aus. Gut, dann würde ich mal sagen, war's das für die Folge? Sorry, dass wir jetzt nicht so viel Action hatten. Wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge wieder ein bisschen mehr. Aber wir haben immerhin 2 Zombies getötet. Yeah. Ja, und machen lustige Geräusche. Passt. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.